Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist es tatsächlich ein bisschen verkehrt herum. Wir haben jetzt schon 20 vor 8 und ich begrüße euch jetzt erst. Ich habe zwar ein bisschen was aufgenommen, also nicht wirklich viel, bei der Hausarbeit gar nicht. Ich habe heute wirklich die meiste Zeit, auch wie gestern, hier verbracht, hier auf diesem Sofa. Und dann, ja, nicht wirklich viel gemacht. Dirk hat sich auch zum großen Teil ausgeruht, ein bisschen noch weiter auskuriert. Ja, ich habe euch nur ein bisschen im Garten rumgeführt. Ich werde sogar auch den Originalton lassen. Ich werde einfach euch so das jetzt reinpacken ins Video, wie es draußen sich alles angehört hat. Leider kann ich das nicht euch übermitteln, wie es sich angefühlt hat. Es war heute so ein wunderschöner Tag. Ich war ein paar Mal draußen, zwar nicht lange jedes Mal, aber wenigstens ein bisschen frische Luft und Sonne getankt. Ja, aber jetzt wollte ich, bevor ich euch das alles einblende, bevor ich euch alles, was so ein bisschen aufgenommen habe, zeige, noch was anderes zeigen, und zwar die April Goodie Box ist da. Die ist so schön heute wieder. Also dieses Mal meine ich, richtig schöne Farbe. Ne, die Goodie Boxen, das sind solche Kästchen mit richtig stabilen Schubladen und so. Und jedes Mal sind drin viele Pflegeprodukte. Hier ist auch so ein Kärtchen mit QR-Code. Und ja. Und das sind alles richtig, richtig schöne Produkte. Nicht an Tieren getestet. Also auch ganz vieles in Originalgröße. Und ich wollte euch das zeigen. Und natürlich packe ich euch den Link. Der Link ist auch gleich der Rabattcode in die Videobeschreibung. Wer Interesse hat, ihr könnt euch auch dann die Goodieboxen, die vorher waren, mal angucken und vielleicht euch zum Testen was bestellen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir dieses Mal dabei haben. Ich muss nur gucken, wahrscheinlich muss ich meine Brille aufsetzen. Meine Helferin ist abgedüst, das heißt, ich kann das euch jetzt... So, was haben wir hier? Peeling Gel Body Scrub 2 in 1. Milky und creamy, ja, für alle Hauttypen. Guckt mal, so eine richtig schöne große Tube von Mikura. Ich kenne die Firma überhaupt nicht. In diesen Goodieboxen sind keine Sachen, die ihr bei Rossmann, DM, Budnikowski sonst wo kaufen könnt. Naobe ist die Farbfirma. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Protective Conditioner. Guckt euch das an. Auch Originalgröße. Richtig, richtig schön. Und sogar meine verstopfte Nase kann das ein bisschen schnuppern. Das duftet richtig, richtig schön. Ja, also das ist auch Natural und Organic, also ja, alle Produkte sind, ich habe das letztens euch schon mal gesagt, jetzt fehlt mir das Wort, fair hergestellt und ohne Tierversuche. Ja, das ist für mich nämlich auch nicht unwichtig. Dann haben wir hier Rosquarz Hyaluronic Sweet Almond Avocado Öl. Age Nutri Revive Maske. Auch Originalgröße. Auch von einer Marke, die ich überhaupt nicht kenne. Avant. Kenne ich nicht. Dann haben wir Skin Research Extreme Lash Effect Volumizing Mascara. Ich kann das alles gar nicht richtig lesen. Ich weiß. Hier haben wir eine richtig super schöne Mascara.
Guckt euch das an. Ich mach mal auf und zeige euch auch das Bürstchen. Das ist jetzt das Bürstchen. Das ist heute also dieses Mal in der Aprilbox mit drinne. Dann haben wir noch eine Tube Serum, Pore Detox Serum. Guckt euch mal dieses hier an, richtig schön auch Hydra Pore. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Auch, ich nehme mal an, noch die Originalgröße. Dann haben wir Lidschatten. Einzel Packung, glaube ich. Ja, das ist nur eine Farbe. Trombok. Ich kenne die Farbe auch nicht, aber wir haben mit Isit gegoogelt. Ich glaube, das ist eine skandinavische Firma. Und guckt mal, was für eine wunderschöne Farbe das ist. Isi hat es schon ein Auge drauf geworfen. Und was mir noch, das gefällt mir aber richtig, richtig dolle, ist zwar nur so ein kleineres, aber es ist ein Lippenstift. Und ich zeige es euch etwas näher dran. Ich bin hin und weg von diesem Lippenstift, weil guckt mal, wie wunderschön das ist. Die Farbe und auch wie es gemacht ist, das ist einfach nur mega. Gefällt mir total. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Oh, das duftet aber auch. Guckt mal. So eine wunderschöne Farbe. Das ist zwar so ein kleines, ich nehme mal an, das gibt es bestimmt auch in Originalgröße zu kaufen. Aber in der Goodiebox sind eben einige Sachen in Probiergrößen und einige in Originalgrößen. Also diese Goodiebox ist wieder total wunderschön, finde ich. Ich benutze auch tatsächlich, also aus den anderen Goodieboxen, ich habe ja schon, das ist die dritte, benutze ich. Ich glaube, irgendwas ist sogar schon leer. Duschgel, irgendein Duschgel ist schon alle. Weil das einfach, ich sag mal, für mich unbekannte, besondere Marken sind. Und es ist nicht schlecht, mal was Neues auszuprobieren. Ja, also folgt dem Link, wer Interesse hat, guckt euch das an. Ich muss mich noch belesen, was das jetzt mit diesem Serum auf sich hat, was er macht und so. Aber ich bin sehr, sehr begeistert und ich liebe diese Boxen. Also ich mache nicht nur den Inhalt, sondern ich liebe tatsächlich diese Boxen, weil man die wenn man den Inhalt entnommen hat, für was anderes benutzen kann. Guckt euch einfach mal diese super schöne Schublade und die ist mega stabil. Da drückt sich nichts, also die fällt nicht irgendwie ein oder so. Und ich habe jetzt hier die Schubladen erstmal stehen. Und wenn die leer sind, dann kann man die für was anderes benutzen. Ganz egal wofür. Also ich bin sehr, sehr begeistert davon. Ja, also folgt einfach mal dem Link. Wer Interesse hat, guckt euch das an. Vielleicht gefällt es euch. Ja, wollte ich euch heute noch zeigen. Für was anderes bin ich noch nicht ganz imstande. Ich gucke auch gleich, ob ich Online-Termin jetzt schon mal buchen kann für morgen. Wenn nicht, dann muss ich morgen ganz früh mir erstmal Wecker stellen und anrufen. Ich glaube, das Ganze muss einmal ein Arzt durchchecken. Auch vielleicht ein großes Blutbild machen oder so, weil das einfach nicht sein kann. Ich habe in Schneckentempo gerade vielleicht 100 Meter gelaufen, ne, durch den Garten gegangen bin ich. Und danach musste ich mich wieder hinlegen, weil mein ganzes Gesicht, vor allem im Gesicht ist das dann so schlimm, richtig kalter Schweiß ist. Ne? Das kann nicht normal sein. Und auch alles andere ist nicht ganz so optimal. Ja. Okay, ihr Lieben, das war's jetzt von mir für heute. Nur ein bisschen Garten, ein bisschen was so, was ich so am Tag heute gemacht habe, minimal.
Zum Essen hatten wir wieder die Hühnersuppe. Die hatten wir gestern Abend gegessen und jetzt heute Abend. Morgen muss ich dann natürlich was anderes kochen. Aber jetzt am Wochenende hat es super gereicht. Wir hätten zwar bei dem wunderschönen Wetter grillen können, aber der Grillmeister ist ja auch nicht ganz fit und die Kinder wollten zwar grillen, aber irgendwie habe ich gesagt, hätte ich was dafür machen müssen noch. Also wenigstens irgendwie noch Pommes oder Kartoffeln kochen oder, ne, weil nur Fleisch ist ja auch doof oder irgendwas für auf den Grill packen, vorbereiten müssen. Das wollte ich dann auch irgendwie nicht. Muss auch nicht sein. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende gehabt. Ich hoffe, ihr habt das Wetter genießen können. Ich weiß ja nicht, ob bei euch allen. Also bei uns war das wunderschön und warm. Und ja, Dirk saß auch viel draußen. Ich habe mich auch immer wieder dann zu ihm nach draußen gesetzt. Ja. Und ich hoffe, dieses Video hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen eine super, super schöne neue Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. Ja, ihr Lieben, ich nehme euch jetzt einfach mal mit durch unseren Garten und ich sage jetzt erstmal gar nichts. Ich lasse euch einfach nur zuhören, wie die Vögel zwitschern, aber ich bitte gleich auch zu entschuldigen, es ist leider etwas windig. Ja, aber jetzt hört einfach mal hin. Meine geliebte Magnolie ist auch schon aufgeblüht, weil es so warm war in letzter Zeit. Ich hoffe, bis zu meinem Geburtstag sind da noch Blüten dran. Thank you.
Jetzt bin ich hinten im Garten, aber nicht ganz hinten, sondern mehr an der Seite, einfach um euch zu zeigen, wie viel Wasser wir dieses Jahr haben und wie es da hinten unter den Bäumen aussieht. Und natürlich werde ich die ganze Zeit verfolgt. Noch eine. Hey, der Matik. Oh, du mein Sladki. Du mein Lapочка. Oh, хозяйка мой. Да. Вот такой ты красивый. Феликс. Der wäre kaputt. Nein, ist er nicht. Guckt, da kommt langsam tatsächlich auch was. Da sind meine Tiger. Ja, jetzt bin ich ganz hinten im Garten. Hinter dem Zaun ist schon ja, Grundstück von jemand anderem. Da ganz hinten ist die Grundschule, wo auch meine vier Kinder drauf waren, ne, wo die hingegangen sind, jetzt schon lange, lange her. Und da sieht man, dass unsere Nachbarn mittlerweile nicht nur Pferde und Hühner, sondern auch Rinder haben. Das ist auch noch nicht lange. Ich wusste das bis vor ein paar Tagen gar nicht. Dirk hat es mir erzählt. Ja, und so sieht es jetzt hier ganz hinten aus. Also ein paar Obstbäumchen haben wir hier, Kirsche, Zwetschge, Birne und so weiter. Und alles blüht wunderschön. Ja, da sind meine Verfolger. Die beiden neugierigen Nasen. Ja, und hier haben wir, ja, wir haben nur einen einzigen Zweig, Strauch kann man das gar nicht nennen, Himbeere. Hoffentlich mäht Christian die dieses Jahr nicht um. Und ganz hinten hier in dieser Ecke habe ich Rhabarber sitzen.
Und es wächst, das heißt, ich werde dieses Jahr vielleicht einen Kuchen oder so von meinem eigenen Rhabarber machen können, vielleicht sogar ein bisschen mehr, werden wir sehen. Und hier, ja, die beiden Tiger. Ja, und jetzt ist die andere Seite vom Teich, kann man sagen, wir hatten früher einen Teich, jetzt ist er wieder ein Teich, aber man kann sehen, dass auch auf Nachbarsgrundstück Wasser ist und das ist noch unsere Seite, wo die Bälle liegen. Jetzt weiß ich, wo die Bälle sind. Unsere Poolbälle. Und da steht überall Wasser hier unten. Ja, auf dem Grundstück und auch bei den Nachbarn. Und hier ist unser Teich. Wenn das jetzt nicht das ganze Gestrüpp da liegen würde, könnte man das noch besser sehen. Ja, aber hier lagert oder schmeißt Dirk auch immer den Baumabschnitt oder auch mal Rasen und so weiter immer hin, weil es jetzt einige Jahre einfach gar kein Wasser drinne war, wo es so trocken war. Aber jetzt gerade nach dem Winter und jetzt nach so viel Regen steht da ordentlich Wasser drinne tatsächlich. Und die wunderschöne Birke und Weide sind einfach nur richtig groß und super schön, finde ich, diese Ecke hier. Wenn nicht die ganzen Mücken wären, würde ich häufiger da sein. Ja, und das ist jetzt der Blick von der Terrasse auf diesen, ja, Aprilgarten. Und hier ist Wimmelbild, sucht mal die Katzen. Die haben so eine Farbe, dass man die auf der trockenen Erde gar nicht sehen kann. Ja, jetzt bin ich wieder drinne und muss meinen Mann scheren. Ja, er hat darum gebeten, dass ich ihm wieder die Haare schneide. Der Typ war nämlich, seit wir zusammen sind, nicht einmal beim Friseur. Ich mache das immer selber, aber ich bin keine gelernte Friseurin. Ganz hinten da im Wohnzimmer sitzt Isabel und bevor wieder so doofe Kommentare in Richtung meiner Kinder kommen, die sitzt nicht nur rum, sie arbeitet, wie man nicht schwer erkennen kann. Sie muss viel schreiben gerade und sie ist extra nach unten gekommen, damit ich sie ein bisschen bei grammatischen Sachen unterstützen kann. Für sie ist es nämlich nicht so einfach. Und ja, wenn sie mal Fragen hat, ist es besser, wenn sie hier unten gleich ist und nicht die ganze Zeit hoch und runter rennen muss. Ja, deswegen hat sie sich einfach nach unten an den Wohnzimmertisch gesetzt und ich helfe ihr, wo ich kann, wenn es jetzt um Satzbau oder irgendwelche anderen Sachen geht, damit da jetzt keine Abzüge bei der Note kommen. Obwohl sie Nachteilsausgleich hat, wird das wohl gerne vergessen zwischendurch, dass ja, da jetzt nicht ganz so drauf geguckt werden sollte. Ja, und ich versuche immer zu helfen. Jetzt habe ich die Jungs gerufen, Rafi ist schwer beschäftigt wieder, womit auch immer, aber Christian ist dazu gekommen. Ich habe ihm auch schon länger versprochen, die Spitzen zu schneiden und wenn ich schon die Haarschneideschere in der Hand habe, dachte ich mal, mache ich das gleich auch mit, damit die Spitzen einmal wieder geschnitten sind und die Haare schöner wachsen können. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich mir selbst die Haare schneide, aber nein, ich überlasse das lieber dem Profi. Wenn es mir wieder ein bisschen besser geht, gehe ich vielleicht wieder zum Friseur. Die Kinder meinten aber, du hast so schöne Haare, lass dir doch mal wachsen, vielleicht klappt das diesmal. Ich überleg's mir noch, ihr könnt ja auch sagen, was ihr davon haltet, ob ich wieder die abschneiden soll oder wachsen lassen oder versuchen wenigstens wachsen zu lassen. Ja, jetzt sauge ich einmal, ja, die Haare und dann ist Zeit fürs Abendessen. Wir essen heute wieder nur die Hühnersuppe. Und Dirk hat auch die Suppe reingeholt und stellt jetzt einfach das Wasser auf für die Nudeln. Das ist alles. Wenn das Wasser kocht, werde ich die Nudeln reinschmeißen und dann ist das unser Abendessen. Einfach nur Hühnernudelsuppe. Ich räume nur minimal die Küche auf, packe das einzig übrig gebliebene Stückchen Orangenkuchen auf den anderen Teller und dann verkrieche ich mich wieder ins Arbeitszimmer auf mein Sofa.
wo ich die letzten Tage sehr viel Zeit verbracht habe, leider. Ja, und jetzt kocht das Wasser auch schon und ich gebe einfach mal die Nudeln rein und dann war es das. Das ist das ganze Kochen heute Abend. Einmal so kleine Nudeln. Ich habe keine Suppennudeln mehr, also habe ich so ganz kleine Ringe genommen. Und jetzt ist das schon nach dem Abendessen, der Geschirrspüler läuft und Christian hat sich bereit erklärt, ich habe ihn gefragt, mich zu schießen. Wir haben ja so eine Massagepistole. Und ich habe ja letzte Male mein Physio absagen müssen. Es ging mir einfach nicht gut genug und ich wollte auch niemanden, falls ich mal ansteckend sein sollte, was ich zwar bezweifle, aber wollte ich trotzdem nicht mit so einer dicken Erkältung in die Physiopraxis gehen. Mein Rücken ist die reinste Katastrophe gerade, sogar die Knoten haben schon Knoten. Tut auch richtig weh, ich kann auch gar nicht mehr liegen oder sonst irgendwas. Deswegen ist das schon mal ganz gut, so eine Pistole zu haben. Doof ist nur, dass man selber da jetzt nicht so dran kommt. Es muss immer jemand dabei sein, der dann einen schießen kann. Und das hat dann Christian jetzt übernommen. Er massiert mich ein bisschen mit der Pistole und dann war es das auch von mir für heute. Dann setze ich mich nur noch nach dem Duschen an den PC. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr Lieben. Ich habe ja vorhin mich schon verabschiedet, mache das jetzt nochmal. Ich wünsche euch allen eine super schöne neue Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Jetzt kommen einfach nur ein paar einzelne Fotos, die ich mit der Kamera geschossen habe. Viel Spaß. Tschüss.